Hallo und herzlich willkommen nach einem aufregenden langen Spiel gerade eben. Machen wir noch eine Runde mit dem Druiden und schauen, was wir entsprechend hinbekommen. Und wir bekommen einen würdigen Gegner, und zwar einen Schurken. Okay. Valera. Gegen Bintani. Unsere Starthand. Balki, aber das braucht zu lang, bis wir den auf eine 6 bekommen. Deswegen gehen wir runter. Ja. Damit können wir uns schon mal ein bisschen ärgern jetzt am Anfang. Okay. Ich glaube, wenn wir den ordentlich jetzt spielen, kann der schöne 6 Schaden machen. Oder ich spiele gleich meinen 4er. Also erhöhe auf 3. Na, geht nicht. Also spielen wir unseren 3-2er. Und was spielt er? Ah, okay, spielt ein Meucheln. Das ist schon mal weg. Und wir bekommen eins ins Gesicht. Gut, schön. Nächste Runde, wenn wir da nichts bekommen. Nee, kriegen wir nicht. Geht es direkt auf ihn los. Schöne natürlich beim Druiden, wenn man, ja, direkt ins Gesicht geht, man bekommt immer halt noch ein Schild mit drauf. Aber ihm scheinen auch noch so die tollen Karten zu fehlen. Den möchte ich jetzt ehrlich gesagt ungern spielen. Ich meine, er haut natürlich hier auch gerade raus, was irgendwie auf uns drauf geht. Wenn ich ihn allerdings jetzt schon mal gleich auf eine 3 hochbuffe, indem ich sag 1, 2, 3. Gebt mir eine Quest. Oder auf 4. Dann können wir da damit schon mal einen schönen Gegner aufbauen. Und dafür braucht er jetzt natürlich ein schönes Meucheln, um den wieder recht wegzukriegen. Dieses Mal aber wirklich. Oh, danke. Nice. Den nehmen wir weg. Dafür extra einen Brankenpickel gut. Als Schurke hat er eh nicht so viel. Und den. Das war's. Ich danke euch. Ja, damit hat er unseren natürlich noch ein bisschen gebufft. Gut, er hätte mehr erreichen können, wenn. Den schützen wir uns jetzt. Durch einen Tank. Ich frage mich, ob. Ja, jetzt wird's eklig. Den großen können wir. Okay. Der hätte 6 zuschlagen. Zack. Das heißt, wir können ihn komplett ignorieren. Das war's. Ah, jetzt nimmt er uns den Teufel. Dies ist unsere Stadt. Haut ab! Der plus noch einen. War ein interessanter Pyrosieg für ihn. Wir spielen wieder raus. Geben ihm 2 Schaden. Für die Wildnis.
das und gehen auf den Defias. Wie viel Schaden können wir nächste Runde machen? Wir können... Hallo, Bruder. Gut. Hallo, Bruder. Ciao, Bruder. Kriegst du leider nicht weg. Tschüss, Bruder. So, hier liegen 4 Schaden, hier liegen nochmal 3 Schaden. Wird komplett ignoriert. Wir gehen ihm ins Gesicht. Okay, was war... So gut wie erledigt. Was war das für eine nette Variante? Hä? Probiert er einen Van Cleef zum Spielen oder what? Kapier ich jetzt nicht ganz, aber... Wir geben die 3. Wildnis. Und das gehen die ins Gesicht. Mit ihm wird er wahrscheinlich jetzt den Feendrachen wegmachen. Okay, also das ist ein absolutes Anfängerdeck. Ja, sehr schön. Ja, das war blöd. So, mit ein bisschen Glück kriegen wir schon das zusammen. Wir haben hier 2. Nochmal 6 auf 6 Schaden. Das hier sind 2, 7, 8. Es reicht. Was tun? Gut gespielt. So. Für die Wildnis. Gut gespielt. So. Bintani. Hat uns alle seine schönen Legendaries gezeigt. Hat ihm allerdings nicht mal das war wild gespielt. Ich danke ihm aber trotzdem für das nette Spiel. Ja, war eine witzige Runde. Ja. Ich hätte gerne eigentlich noch gerade eben die anderen Karten gesehen. Nichtsdestotrotz, wir sehen uns bei der nächsten Runde und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Schreibt mir bitte eure Kommentare unten rein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!